Zwettel Kulturzwickel war gestern wunderbar. Danke. Katharina Strasser hat einen Tag nach ihrem großartigen Auftritt in Zwettel gepostet, wo sie mit ihrer Band das Rathaus zum Brüllen brachte. In 48 Songs eingebettet, unternahm Kathi Strasser als Teil ihres Programms 50 Jahre des Austropops eine lebhafte und humorvolle Reise durch die Zeit, durch die Geschichte der österreichischen Popmusik auf Einladung der Vereinigung Kulturzwickel Zwettel am Samstag, den 18. Alles begann 1970 mit Like a Glocken von Marianne Mendt. Mit diesem Lied wurde Begriff Austropop geboren vor der Kamera. Auch das Konzert, das ist so schnell. Das Mikro stand einmal, erreichte das andere. Alles, was 50 ein paar Jahre mehr Austropop hat, von Ambros Danza Wilfeit über Opus S. Sand der IAV bis Josh sowie Seilspeer. Zwei Geschichten erzählen darüber hinaus, erzählte Strasser. Geboren 1984. Sehr persönliche Geschichte und nicht ohne Selbstironie. Eltern. Über Eltern. Lizzie Mahn. Erste Liebe im Kindergarten. Der Urlaub in Podersdorf, wo sie nicht nur ihre schwimmende Blume verloren haben. Ihr schauspielerisches Training mit Elfriedes Ott oder Zeit im Theater der Jugend, in dem sie unter anderem Rückenlehne spielte. Zweite Geschichte. Eine typische österreichische Liebesgeschichte im gesamten Austropop, aber ohne ein Happy End. Kathi Strasser hat das Publikum im Rathaus nicht nur mit ihrer mächtigen Stimme und ihren lustigen Geschichten erfreut, sondern auch mit ihrer unglaublichen körperlichen Anstrengung. Das Ganze mehr als 2 Stunden jagte über die Bühne wie ein Federn. Sang, tanzte, hüpfte, kniete, lag und sogar im Balancing Act, um einen Atemzug zu holen, kam sie nur mit etwas ruhigeren Zahlen wie Großvater. Ein Mensch möchte, oder, bleiben, oder, arbeiten. Die erste brandneue Single, Na, zusammen mit den Poxrocker Sisters, war an diesem Abend ebenfalls zu hören. Als einer der Zugaben sang sie den Treffer, Irgendwann werde ich dort bleiben, zusammen mit dem Publikum. Was ebenfalls bildet das Ende des Films, Griechenland. Waldviertel war stark vertreten. Katharina Strasser wurde von ihrer Band gut unterstützt. In der Waldvierer stark vertreten ist zusätzlich zu den beiden Heidenrochsteinern Bernhard Egger und Ricky Gold. Für das Musical Zund, Peter Hahn war für die entsprechende Lichtshow verantwortlich. Das Publikum war begeistert und belohnte die Musiker mit stehenden Ovationen.